Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie auch schon letzte Woche haben wir wieder in der Woche einige Drops, die anstehen, und die werde ich euch heute wieder präsentieren, weil da gibt es wieder den ein oder anderen Drop, der wahrscheinlich für euch relevant sein könnte und auch interessant sein könnte. Deswegen bis gleich. So Leute, fangen wir mal direkt an. Fangen wir mit dem 2.9. an. Da sollen die Lottery Dunks angeblich auf der Nike App erscheinen um 9 Uhr. Aktuell sind die Schuhe noch nicht gelistet, aber wenn sie erscheinen sollten, dann werden sie auf jeden Fall in der Nike App erscheinen. Es wurden zwar schon EAs verlost, also ein paar Leute haben schon die Lottery Dunks auch schon bekommen. Soweit ich weiß, gab es auch schon In-Store-Cops in Snipes und sowas, aber bis jetzt kam auf der Nike App noch nichts Offizielles. Also es wird vermutet, dass die Schuhe am 2.9. auf der Nike App offiziell droppen sollen. Aber bis jetzt ist noch nichts drin, Leute. Aber haltet auf jeden Fall die Augen auf. Wenn was da sein sollte, ist es auf der Nike App und nicht auf der Sneakers App um 9 Uhr, Leute. Und seid schnell, die Nike App ist first come, first serve. Und deswegen ganz viel Glück. Die Schuhe werden wahrscheinlich für 9,99 Euro erscheinen. Und die haben aktuell einen Resale-Wert von 170 bis 180 Euro. Die variieren natürlich je nach Size, aber die Dinger sind auf jeden Fall übertrieben clean. Und was auch richtig geil ist, ist einfach, dass an dem Schuh ein kleiner Anhänger, so ein Tag ist, womit man den Schuh einfach frei rubbeln kann. Und dann einfach, da kommen einfach so diese Zahlen von Lotto-Spielen und so, in so eine 7 und sowas. Das, was man halt von so Lotto-Symbolen kennt. Also ist schon irgendwie cool gemacht, ist auf jeden Fall ein cooles Feature und der Schuh sieht einfach auch generell clean aus. Von den beiden wäre mir, glaube ich, der grüne Ton eher, also lieber, den würde ich, glaube ich, eher rocken als den grauen, weil der graue erinnert mich zu sehr an den Smoke Grey und ist zwar auch sehr, sehr clean, also ist definitiv kein underrated Schuh, aber ich glaube, ich würde eher dann doch zu dem Grün tendieren. Ich finde einfach, das Grüne sticht einfach mehr raus. Das sieht einfach cleaner aus. Auf jeden Fall, Leute, haltet die Augen auf für die Nike Dunk Lotteries. Die sind nochmal nach langer Zeit mal wieder zwei gute, clean Colorways von Dunks, die mal wieder erscheinen. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Auf jeden Fall, wenn wir welche koppen sollten, dann werdet ihr auf jeden Fall hier auf unserem Kanal ein Pack Opening dazu finden. Aber ich würde mal sagen, gehen wir mal rüber zu Sneakers App. So. Am selben Tag, Leute, wie bei den Lotteries, aber diesmal sicherer, auf jeden Fall wird der Nike Craft in der Collabo mit Tom Sachs erscheinen und der Schuh wird für 109,99 Euro auf der Nike Sneakers App zu finden sein um 9 Uhr morgens und der Schuh bringt aktuell im Resale so knapp 180 Euro, 180 bis 200 Euro, aber ich habe das Gefühl, dass der Schuh nach Release auf jeden Fall sinken wird, also wenn ihr den bekommt, flippt den auf jeden Fall direkt, weil der Schuh wird, ich denke mal, in Zukunft nicht irgendwelche Bombenzahlen erreichen. Also ich persönlich würde den Schuh auf jeden Fall quick flippen, wenn ich den bekommen sollte und auf jeden Fall nicht holen. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir einfach direkt zum dritten rüber, weil da kommen jetzt die interessanten Drops, Leute. Jordan 4 Black Canvas wird für 219,99 am 3.9. auf den Nike Sneakers App erscheinen. Und ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr solider Drop, der diesen Samstag erscheinen wird. Und auch ein wichtiger Drop. Dieser Schuh ist aktuell so bei knapp 300 Euro Resale. Also da ist auf jeden Fall Resale drin bei dem Schuh. Nach dem Drop wird er wahrscheinlich ein bisschen sinken. Aber ich glaube, dass dieser Schuh definitiv in der Zukunft steigen wird. Ich würde sagen, vom Material her, so wie der Blank Canvas. Also der, der vor einigen Wochen gedroppt ist. Also den hier meine ich. Also der Jordan 4 Blank, das ist der Blank Canvas und das ist der Black Canvas, der erscheinen wird. Also vom materialtechnischen her nehme ich jetzt einfach mal direkt den hier als Beispiel, weil da wird sich jetzt nicht viel dran ändern an dem Black Canvas. Außer, dass wir hier die Midsole wahrscheinlich einen gummiartigen haben. Also es ist dann ganz normal wie auch ein Jordan 4 Oreo oder ein Jordan 4 Military Black. Also da haben wir eine Gummisohle und nicht hier wie hier bei dem Blank Canvas komplett dieses Canvas Material. Also was ich auch noch sagen muss, so der Jordan 4 Black Canvas ähnelt wirklich sehr, sehr krass dem Bread Colorway, also dem Jordan 4 Bread, finde ich. Er hat jetzt nicht die Bread Akzente, aber ich finde,
Er hat die Optik. Also es sieht richtig, also es sieht übertrieben clean aus. Ich finde, der Schuh sieht einfach geisteskrank aus. Und der wird definitiv auf diesen Kanal hier gekoppt und auch vorgestellt, Leute. Ich werde dazu auf jeden Fall noch morgen ein ausführliches Video machen. Und ob es Hold oder Sell ist oder ob es noch eine Price Prediction, also ihr werdet da auf jeden Fall ein ausführliches Video morgen noch dazu bekommen. Also das ist meiner Meinung nach der Top-Drop am 3.9. Aber gehen wir auch mal direkt rüber zu den nächsten Drops. So, außerdem am 3.9. auch um 9 Uhr erscheint auch auf der Sneakers-App der Jordan 6 in dem Georgetown Colorway. Der Schuh wird für 199 € erscheinen und bringt im Resale leider gar nichts. Also deswegen nur für Personal. Und wenn, dann nur für Quickflip und vielleicht kriegt ihr da 10 € Lunchmoney oder so. Also der ist auf jeden Fall nicht für Resale geeignet, Leute. Deswegen Personal, ja, ist ein cleaner Colorway, ist ein cleaner Jordan 6er. Deswegen kann man auf jeden Fall machen. Ansonsten, Leute, Quickflippen und weg damit. Also Resale technisch eigentlich Brick. Auch am 3.9. haben wir den Yeezy Boost 350 in dem Slate Colorway. Ein meiner Meinung nach ein sehr, sehr gelungener Colorway. Man kann sich aktuell noch bis zum 3.9. eintragen. Ich glaube, 3.9. 8 Uhr ist Schluss bei Confirmed auf der App. Dann könnt ihr euch nicht mehr eintragen. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr genauso sicher. Auf jeden Fall ab dem 3.9. wird verlost und wer sich bis dahin eingetragen hat, hat die Chance, diesen Schuh zu kaufen. Der Schuh wird für 230 € auf der Confirmed App rauskommen und im Resale bringt er aktuell so in den verschiedenen Sizes bis zu 300 €. Ich würde mal sagen, nach Release wird der Schuh leider ein bisschen droppen, wahrscheinlich auf so 250 bis 260 €. Da sehe ich den Schuh. Aber meiner Meinung nach ein wirklich sehr, sehr gelungener Colorway. Dieses Slate Colorway, das sieht, also mit dem schwarzen Strich da drauf und dann dem Splay 350, ich finde, das passt einfach. Das passt einfach sehr, sehr gut. Es ist so wie der Bread Colorway von den Yeezy 350ern oder der Red Core. Also die passen einfach. Das harmoniert einfach perfekt. Und finde ich auch ein perfekter Schuh für die jetzt kommende Jahreszeit, für den Herbst. Und also farbtechnisch passt das einfach perfekt, Leute. Deswegen für Personal definitiv. Resell ist da Lunchmoney drin, kann man auf jeden Fall auch mitmachen, Leute. Ansonsten, ich weiß nicht, bei dem, der könnte wahrscheinlich in Zukunft steigen, aber bei Yeezys ist das aktuell alles sehr, sehr kritisch. Also wenn man auch den ganzen Yeezy-Markt anguckt, bei den 350ern, oder bei den 500er Modellen, generell fast alle Modelle, außer die Yeezy Slides und die Yeezy Foamrunner, die bricken aktuell einfach. Also ist es leider Gottes so, dass die Yeezys einfach ein bisschen am Wert verloren haben, was meiner Meinung nach ein bisschen schade ist, aber hier werdet ihr auf jeden Fall euer Lunchmoney noch bekommen. So, nochmal ein kurzes Update zu einem bevorstehenden Drop, Leute. Der Jordan 4 Midnight Navy wurde leider verschoben. Also es verspätet sich. Der Schuh sollte, glaube ich, am 1. Oktober erscheinen. Jedoch haben wir jetzt einige Infos bekommen, dass der Schuh wahrscheinlich Ende Oktober gegen den, so um den 29. wahrscheinlich erscheinen soll. Das heißt, das Warten hat leider noch kein Ende und verlängert sich sogar noch. Aber ich glaube, dieser Schuh wird genau bzw. mindestens so einen Hype bekommen wie der John für Military Black. Und der Schuh sieht halt auch clean aus. Einfach von dem Color Blocking her sieht er schon krass aus. Und ich würde mal sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf den. Aber worauf ich mich auf jeden Fall jetzt freue, ist Black Canvas. Und Leute, der wird auch geil. Der wird definitiv geil, Black Canvas. Ja, wie gesagt, schaltet auf jeden Fall morgen nochmal ein, Leute. Da werdet ihr dann auf unserem Kanal nochmal ein ausführliches Video zum Black Canvas erhalten. Ich werde darauf einfach mal auf die Details eingehen, auf Hold or Sell, auf Price Predictions und wie sich der Schuh in der Zukunft entwickeln wird. Und ich würde mal sagen, bis morgen, Leute. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, wenn euch irgendwas aufgefallen ist oder wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt. Und ansonsten bleibt gesund, Leute. Peace.